willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich habe mich kurzerhand entschlossen, noch dieses Video zu machen, denn der Kommentarbereich unter meinen Videos hat mich in letzter Zeit so amüsiert. Da ist mir nämlich ein Kollege aufgefallen und ein Ort und ein Wort und das verfolgt mich einfach permanent. Gütersloh! Kennt ihr Gütersloh? Dann schreibt's mal in die Kommentare. Wart ihr schon mal in Gütersloh? Schreibt's mal in die Kommentare. Aber erstmal von Anfang an, was ist passiert? Ich habe damals das Video hochgeladen mit dem Mewtwo und da kam ein gewisser Noel361 und hat gesagt, kannst du auch mal nach Gütersloh kommen? Bei mir sind immer richtig wenige. Wir schaffen nie die legendären Raids. Dann habe ich ihm ein paar Tipps gegeben, wegen Organisieren, Fragen gestellt, da kurz geredet. Das war das allererste Mal, dass ich Gütersloh im Kommentarbereich gelesen habe. Auch über die Filterfunktion der Kommentare habe ich gesehen, das war das älteste Video, wo Gütersloh aufgetaucht ist. Dann ging es aber weiter, denn der Panda Nils, Grüße gehen raus, der hat mir mal ein Thumbnail erstellt, hat ja gefragt, in welcher Stadt spielst du eigentlich? Und seitdem kam richtig saftige Ratte und hat gesagt, er spielt in Gütersloh. Ich habe auch gesagt, hauptsächlich Hildburghausen, the biggest city on earth. Wie kommt man auf Gütersloh? Ich weiß es nicht. Aber richtig saftige Ratte hat mich verfolgt. Ein paar Tage später fragt er selber, spielst du in Gütersloh? Nicht, dass ich wüsste. Doch, das ist, glaube ich, echt Gütersloh, wo du spielst. Wie verdammt nochmal kommt man auf Gütersloh? Ich weiß es nicht. Aber es wie ein roter Faden, es zieht sich immer weiter durch die Videos. Fängt man in Gütersloh gute Pokémons, vor allem Pokémons, das ist schon mal falsch, ne? Gütersloh und ein S an Pokémons, das ist ja doppelt mies. Ich weiß immer noch nicht, wie man auf Gütersloh kommt. Hä, ja, du spielst doch da, oder nicht? Er ist immer noch fest überzeugt. Beim nächsten Video auch, bei der Spezialforschung, in welcher Ecke von Gütersloh zockst du immer? Ich hab wieder, du willst mich doch trollen? Ich kam mir schon so doof vor, aber ich fand es so amüsant auch. Und es hat nicht aufgehört, als ich dieses Video, die Burger getestet habe im Hagebaumarkt Hildburghausen. Und dann so versteckt, ist das der Hagebaumarkt in Steinhagen? Ich habe gedacht, ah, endlich kein Gütersloh, Steinhagen. Also das Steinhagen bei Gütersloh, und da ist es wieder gewesen. Ich habe gedacht, Junge, was ist mit dem? Was will der mit seinem Gütersloh? Ich kann es nicht mehr hören. Auch bei der Poolparty habe ich mich richtig amüsiert, denn wieder der Kommentar, das entspanne live in Gütersloh, ne? Gütersloh, wo das 5-0er Dosenbier gebraut wird. Dann wollte man den Spaß schon mitmachen. Aber auch jetzt beim letzten Video, wo ein Kommentar davon aufkam, in Karlsruhe die legendäre Rage-Stunde, die Gütersloh-Gang in Karlsruhe am Start. Jetzt gehört ISWO, also auch nach Gütersloh. Wir sind die Gütersloh-Gang in Karlsruhe. Aber du siehst ja, dass alles verkackt war. Da war Gütersloh besser. Und das hat mich auf eine lustige Idee noch gebracht. Erstmal Grüße gehen raus an richtig saftige Ratte, richtig saftiger Name, aber die lustigen Kommentare und alles dabei. Ich bleibe immer noch dabei. Ich spiele hauptsächlich in Hildburghausen. Hier wohne ich ja auch, sieht man ja. Ich habe ja hier auch meinen eigenen Homestop. Wenn man da mal drauf drückt, die Stolpersteine Friedmann. Vorher hatte ich hier die Home Arena. Die Stolpersteine, untere Marktstraße, das war früher mal ein Pokestop, ist dann zu einer Arena geworden. Und ich muss sagen, in Hildburghausen, obwohl es so eine ganz kleine Stadt ist, woanders wäre das eigentlich ein Dorf, sind wir eigentlich gut bestückt. Viele Leute haben da was gemacht, auch über Ingress und so, immer eingereicht und auch jetzt die Pokestop-Einreichung. Da hat sich einiges getan, wie ihr seht, wenn wir nämlich mal hier runterschauen. Das ist der Weg zum Bahnhof runter, da sind einige Stops gewachsen, da kann man hier runterlaufen, da unten ist auch die Busbahnhof Arena, die ist auch relativ neu gewesen, genauso wie die Bahnhofsarena daneben. Früher war das ja immer so, dass da nur ein Stop war, plötzlich war es eine Arena. Nicht nur das, plötzlich gab es den Busbahnhof als Stop, kurz darauf auch als Arena. Dann haben wir noch eine Sporthalle hier hinten, da sind immer mal so Stops vereint. Wenn man hier hochläuft, haben wir gleich zwei Arenen, auf einem Fleck das Stadtwappen und die historische Kirche, ne, die alte Kirche, das andere ist wieder was anderes. Da hinten geht es noch zum Schwimmbad,
Hier ist der Strich, wo wir die drei Pokestops immer nebeneinander haben. Denk mal am Museum, Stadtmuseum nochmal und die Wetterstation. Da haben wir auch schon so oft gesessen, auf den Bänken im Sommer, Bierchen auf, Musik angemacht, Lokmodule, Lokmodul-Sessions gemacht oder im Winter mit dem Auto dort gestanden, Purchases gemacht, gewartet bei Events, dort Shinies abgefahren. Auch jetzt abends sieht man so oft noch, dass der Strich blüht, weil da die anderen dort stehen und dort Lokmodule machen. Hier die Sonnenuhr-Arena, das war das China-Restaurant, war auch erst ein Stop. Jetzt ist es auch eine Arena, genau wie der Pisse-Dino dahinter. Ihr seht, das sind auch lauter Stops, auch wenn man den Markt weiter vorläuft. Hier vorne gibt es nochmal einen Vierer-Stop. Da ist die Caritas-Gas, wo wir an den Community-Days immer langlaufen. Da sind auch 4-5 Stops hintereinander. Plus Tanzende Löwen, die nächste Arena, wo man mit dem Fahrstuhl runterkommt, um unten an der Stadtmauer wieder vorzulaufen, bis man hier entweder den Markt wieder hochkommt oder eben sagt, ich laufe eine Runde durch den Park. Da sind ja auch ein paar Stops dazugekommen, wo jetzt auch hier unten ein neuer Stop kam, der zu einer Arena wurde, die Old Channel Bridge. Die habe ich noch nicht auf Gold, aber bald, das war die letzte Arena, die hinzugekommen ist. Da unten auch gleich noch das Stadttheater und das Gelbe ist die Brücke der Technik, eine X-Ray Arena. Ihr seht, hier ist also einiges los und wir haben es eigentlich richtig gut mit der Location. Wie sieht es bei euch aber aus? Was habt ihr? Habt ihr einen Homestop? Habt ihr eine Home-Arena? Wenn ihr bei euch die App anmacht, habt ihr da einiges in der Umgebung? Habt ihr gähnende Leere? Müsst ihr immer weit laufen, bis bei euch was geht? Oder kennt ihr auch gute Locations bei euch? Die Frage beziehungsweise auch, wo spielt ihr immer? Wo macht ihr eure Raid-Touren? Wo macht ihr eure Community-Days? Wir haben früher gesagt, gerade wenn es wärmer war, wir sind auch mal nach Coburg gefahren. Coburg durch die Stadt, das war natürlich auch eine Option. Da gab es auch viele Stops und viele Pokémon. Ist aber manchmal stressig, gerade mit mehreren Handys, wenn man da langläuft und noch drei Handys da hat. Und da laufen so viele Menschen da rum, da ist so dichtes Gewimmel. Das ist manchmal nichts. Besser wäre dann noch gewesen die feste Coburg. Das ist nämlich eine alte große Burg. Da gibt es unten auch dicke Bockwurst. Da sind mal ein paar Touristen dort. Aber da könnt ihr immer im Grünen um die feste Coburg herumlaufen. Da haben wir zum Beispiel den Evoli Sea Day gemacht. Da haben wir den Devious Sea Day gemacht. Habe ich auch Videos davon auf meinem Kanal, wenn man da mal nachschauen will. Best of Community Day, Best of Evoli Community Day und Best of Endivia Community Day. Da sieht man mal die feste Coburg, wie das da aussieht. Da sind auch immer reichlich Pokémon gespawnt. Das Problem, da sind nicht so viele Stops. Wenn ihr aber genügend Bälle mitnehmt, habt ihr da auch kein Problem. Also zu Community Days war die feste Coburg immer ein guter Platz. Genauso wie Coburg allgemein die Stadt. Ist ungefähr so eine halbe Stunde von hier entfernt. Ilmenau gehen auch gerne mal die Leute hin und spielen dort. Ist auch entfernt so halbe Stunde, 40 Minuten irgendwas. Aber seitdem Hildburghausen eben so gut zugepflastert ist mit Arenen, mit Pokestops, laufen wir zum Community Day meistens nur noch hier diese Marktrunde am Strich vorbei, dem Rathaus bis zur Post vor, die Caritas-Gas vor, wieder auf den Markt zurück. Das reicht eigentlich aus. Selbst die Raid Days. Früher haben wir es so gemacht, wir sind durch Hildburghausen gefahren, haben da so 10 bis 12 Arenen gemacht, die auf dem Weg lagen, ohne auszusteigen, sind dann 15 Minuten nach Schleusingen gefahren, in Schleusingen über den Marktplatz. Da waren auch viele Arenen dicht beieinander, da hat man nochmal so 10 Stück mitgenommen, sagen wir mal. Nach Schleusingen ging es dann weiter nach St. Kilian, nach keine Ahnung was. Da nochmal was mitgenommen bis nach Erlau hinten raus, um die letzte Arena in Erlau mitzunehmen. So sind wir damals immer locker auf 26 Arenen gekommen. Mittlerweile haben wir schon alleine in Hildburghausen 22 Arenen. Und in den 3 Stunden schaffen wir es gerade mal so, 20 oder höchstens mal 21 Raids zu machen. Es ist so viel hinzugekommen. Ihr müsst die Stadt gar nicht mehr verlassen. Ihr könnt die ganzen 3 Stunden am Raid-Tag in Hildburghausen spielen. Wie macht ihr das natürlich? Geht ihr in eine andere Stadt? Geht ihr in einen größeren Ort? Oder habt ihr das Glück und wohnt irgendwo, wo viel los ist, wo viele Arenen sind? Könnt ihr eure Raid Days bei euch am Ort spielen? Und wo ist euer Ort? Schreibt mal in die Kommentare auch, wo kommt ihr her?
Wo spielt ihr, in welchen Städten, in welchen Gegenden? Geht ihr lieber in die Stadt, lieber aufs Land, ins Dorf, sonst was? So grüne Wiesen, Parkanlagen sind ja manchmal gern gesehen. Oder auch mitten in der City, auf der Hauptstraße, wunderbar, wo viel Getummel ist. Das würde mich natürlich mal interessieren. Spielen wie in Gütersloh, ne? Das ist das Thema vom Video, ist aber Hildburghausen. Ich bin zufrieden mit der Location. Vielleicht hat man noch ein paar Lücken, wo man noch was reinsetzen kann. Ansonsten sind fast alle Zellen, glaube ich, voll, die hier in der Nähe sind. Und mein Geheimtipp also immer noch gewesen, feste Coburg, wenn man es mal gemütlich haben will. Auch noch was sehen will nebenbei, ein bisschen in der Natur verweilen. Aber jeder hat andere Vorlieben natürlich, wo er seinen Community Day verbringt. Und beim Raid Day mit den Arenen ist das auch so eine Sache in der Großstadt. Da lohnt sich das gar nicht zu fahren, da läuft man wirklich von Arena zu Arena. Hier habe ich es nie verstanden, dass wir, wenn wir 12 Arenen gemacht haben und dann 15 Minuten gefahren sind in die nächste Stadt, dass wir mehr geschafft haben, als wenn wir in dieser einen Stadt bleiben und Arena nach Arena machen. Aber es sind so viel hinzugekommen an Arenen, wo man auch mal aussteigen muss, um von da nach da und dann wieder dort, und dann sind mehr Leute hinzugekommen, dann will man doch mal warten. Das Tap and Go hat sich noch nicht so durchgesetzt. Viele wollen ja trotzdem fangen, auch wenn es schlecht ist und wenn es kein Shiny ist, dauert das auch manchmal. Mittlerweile hat man auch viel mehr Bälle als damals bei den ersten Raid Days, wodurch man natürlich noch länger dasteht, wenn man 18 Bälle hat und alle 18 draufwerfen muss, bis es dann endlich geflohen ist. Für mich aber also interessant, wo spielt ihr, in welcher Stadt? Ich sehe oft Namen von den Abonnenten unten in den Kommentaren und die schreiben ein bisschen was. Ich habe aber überhaupt keine Übersicht, keinen Plan, wo kommen die Leute denn her? Wo spielen die Leute, aus welchen Städten sind die Spieler? Schreibt's mal unten rein. Vielleicht ist ja auch jemand dabei aus Gütersloh, das würde mich mal interessieren. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.